Die meisten Elektroautos kommen heute als klobige SUVs auf den Markt. Hyundai stellt sich gegen den Trend und bringt mit dem IONIQ 6 eine windschnittige Elektrolimousine auf den Markt. e-fahrer.com hat den IONIQ 6 für Sie getestet. Innen strotzt der IONIQ 6 vor Recyclingmaterialien. Insgesamt sind das Material und die Verarbeitung wirklich 1A, irgendwo zwischen Volkswagen und Audi. Das Platzangebot im IONIQ 6 ist durchweg sehr gut, auch auf den Rücksitzen. Nur Sitzriesen mit Klumpfüßen werden so ihre Probleme haben. Das Infotainment-System und die Assistenten erbt der IONIQ 6 vom IONIQ 5. Die Fahrassistenten erleichtern die Fahraufgaben im Alltag, nerven aber mit übereifrigem Gebimmel bei der geringsten Geschwindigkeitsübertretung. Gewöhnungsbedürftig sind die digitalen Rückspiegel des IONIQ 6. Die hier getestete Top-Version bietet Allradantrieb, 325 PS und einen dicken Akku mit rund 78 Kilowattstunden Strom. Das Allradmodell ist dynamisch unterwegs. Der Geräusch- und Abrollkomfort sind herausragend. Hyundai verspricht für seinen Elektroallradler eine Reichweite von rund 580 Kilometern. Auf der Testfahrt im Drittelmix aus Landstraße, Stadt und Autobahn verbrauchte der IONIQ 6 laut Bordcomputer rund 16 Kilowattstunden Strom. Das entspräche einer Praxisreichweite von fast 490 Kilometern. Der IONIQ 6 lädt an einem geeigneten 800 Volt Schnelllader mit bis zu 350 kW. Der Ladevorgang von 10 auf 80% Akkustand gelingt so in nur 18 Minuten. Dieser Wert ist nicht unrealistisch, wie der e-Fahrer-Praxistest mit dem technisch eng verwandten IONIQ 5 zeigt. Das größte Manko des IONIQ 6 ist sein Kofferraum. Anders als bei Limousinen solcher Bauart klappt nicht der ganze Kofferraum auf, sondern nur dieser kleine Deckel. Was bleibt, ist diese mickrige Öffnung. Sperrige Gegenstände wie Fahrräder passen da nicht so gut rein. Bleibt noch der Preis. Rund 43.000 Euro Vorförderung kostet der Hyundai IONIQ 6. Damit ist der IONIQ 6 eine spannende Alternative zu Teslas Basis Model 3 und ein würdiger Nachfolger des Ur-IONIQ.